Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rust. Ja, Leute. Wir werden es gleich in Airdrop bringen. Wenn es dunkel wird. Gucken wir mal das Karo. Das ist mir jetzt gerade auch nicht in den Kram, aber gut. Ich hau mal ab. Warum steht da jetzt ein Pferd? Oh, es wird jetzt schon dunkel. Ich hatte den Plan, jetzt kurz in die Höhle zu gucken mit euch. Er hat mich auf jeden Fall gesehen. Wir gucken jetzt trotzdem kurz rein. Weil jetzt haben wir eine doppelläufige. Ich habe Licht auf dem Kopf. Uns hier wer entgegenkommt. Ach, wenn das mit den Spitzen ist, gehen wir auf jeden Fall nicht weiter. Ja, das ist das mit den Spitzen. Okay, Kai, wenn du hier wohnst, gönn dir. Da bin ich zu doof zu. Und wenn du da runterfällst, bist du halt instant tot, Leute. Das ist mir zu dumm. Ist leider so. Ich habe auch keine Picke mitgenommen, aber es wird eh dunkel. Das passt schon. Frage ist halt, wo er hier hingedüst ist mit seinem alten Flieger. Er hat so eine Kurve gemacht. Es könnte sein, dass der da vorne zu der Base gehört. Aber ist egal. Wir werden den Airdrop rufen und entweder können wir ihn looten oder nicht. Oder werden weggeholt, wie auch immer. Das Cargo haut ab, wie es aussieht. Es ist auch komplett leer. Ich weiß noch nicht, ob er vom Cargo gekommen ist, ob er das Ding auf dem Cargo geparkt hatte. Frag mich nicht. Ich weiß es nicht. Sollten wir jetzt im Airdrop irgendwie eine SMG finden oder halt irgendwas Waffenmäßiges. Dann könnte ich halt echt nochmal. Könnten wir halt sagen, wir probieren mal das Cargo nächste Runde, ja? Wir werden da auf Gegenwehr stoßen, keine Frage. Deswegen halt auch. Macht es mit dem Revolver einfach keinen Sinn, das anzugehen. Gegen die Scientists würde es eventuell sogar noch klappen mit dem Revolver. Darum geht es nicht. Es geht halt um gegen andere Spieler. Weil mit der Doppelläufigen haben wir jetzt schon mal was für einen Nahkampf. Das ist in Ordnung. Aber nichtsdestotrotz muss halt auch was für einen normalen Kampf haben und das haben wir halt aktuell nicht. Und da wäre so eine SMG halt schon nice. So. Ich weiß gar nicht, kann der im Wasser landen, der Airdrop? Wenn der jetzt da irgendwo weit draußen im Wasser landet, wäre natürlich auch scheiße. Naja, egal. Gut. Der braucht natürlich auch ewig, bis er unten ist. Im Idealfall kommt der alte Flieger von da. Schmeißt das direkt ab, fliegt dann einmal über die Map. Dann geht's schnell, wenn er irgendwie von da kommt und dann erst einmal über die Map fliegen muss und dann hier schmeißt. Ja. Schauen wir mal, ich bin gespannt. Und bin auch gespannt, ob hier jemand auftauchen wird. Aber in der Nacht geht das halt meistens, ne? Aber wahrscheinlich. Okay, ich habe ihn ziemlich früh geschmissen. Direkt, wo es dunkel wurde. Ansonsten
Gut, vielleicht kam der auch vom Ulrik, der Typ. Keine Ahnung. Hallo? Oh, der Erdrop wird auf jeden Fall erst landen, wenn es hell ist. Das dauert ja ewig, ey. Ich meine, wir könnten da nachher mal, oder wenn wir halt so lange spielen sollten, mal als Nackter zur Höhle gehen und einen Sprungversuch machen. Entweder kommen wir drüber. Oder auch zwei, drei Sprungversuche. Wir können ja hier spawnen. Und da kommt er. Ob da unten eine Base ist oder nicht, aber ein Raid-Versuch, nee, definitiv nicht. Alter, wo sind denn den hingeschmissen? Das sieht ja eher aus, als ob er da hinten irgendwo landet. Das täuscht auch immer extrem, wenn der so hoch ist. Naja, bin gespannt, Leute. Ich hoffe, ihr auch. Wie gesagt, wenn wir eine SMG drin hätten oder sowas, wäre schon geil. Ne? Dann baue ich nochmal eine Vierer hier nebenan. Oder halt so ein Dreieck mit... drei Vierecken dran, ne? So eine Standardbutze, wie ich sie früher gebaut habe. Baut dann eine Werkbank 2, baller die da rein und dann könnten wir uns eine Waffe machen. Ja, guck mal, wenn du so guckst, ne? Die Richtung, guckst dann nach oben und denkst du, boah, der geht aber dahin. Drehe ich mich jetzt hier so die Richtung, guck nach oben, boah, das geht so aus, als ob er dahin geht. Also das ist schon kurios. Ich weiß nicht, ob ich den Verbandskasten habe, ansonsten werden wir aber nochmal einen finden am Dingens hier, am Kraftwerk, dass wir den dann scrappen könnten, eine Spritze leeren könnten. Wenn wir dann Spritzen haben und eine Waffe, ja, dann haben wir natürlich ein bisschen mehr Möglichkeiten. Dann haben wir in Kämpfen bessere Möglichkeiten und man könnte halt auch sagen, jo, lass uns mal Ulrik versuchen. Ja, aber keine Ahnung, da müsste ich schon halb automatisches Gewehr, damit ich von Weitem wenigstens ein bisschen was wegsnipen könnte. Keine Ahnung, aber das sind alles Wenn und Abers und wie gesagt, so viel Zeit habe ich halt einfach nicht mehr. Aber wie gesagt, das ist halt mein persönliches Problem und nicht das Problem von Rust. Ja, ich habe es ja in dem Talk schon gesagt, wer den gesehen hat. Ich kann es aber nochmal wiederholen. Ich muss halt einfach mit einer anderen Einstellung reingehen. Also jetzt, wie gesagt, gerade mit diesen beiden Fights und jetzt hier mal wieder eine Doppelläufige zu finden und so. Aber ich denke, ihr merkt das auch, dann kriegt man nochmal so ein bisschen Stimmung, ne? Dann hat man nochmal so ein bisschen Bock. Wenn hier jetzt noch irgendwas Geiles drin ist, ja, dann gibt es vielleicht nochmal einen kleinen Schub. Und dann macht man nochmal zwei, drei Stündchen. Aber wie gesagt, ich muss halt einfach meine Vorstellungen anders ansiedeln. Wenn ich sage, ich habe ein Wochenende Zeit. Also Vanilla, ich merke es ja jetzt gerade, Vanilla macht halt nur Sinn. Also allein die Craft-Zeit war unglaublich. Ich weiß gar nicht, wie ich das früher gemacht habe. Also früher hat es mich halt einfach nicht gestört, ne? Aber ich merke, jetzt sieht so aus, ob er auf dem Wasser landet. Also. Ja, aber wie gesagt, das ist alles kein Problem von Rust, sondern das ist einfach das Problem von mir und meiner Zeit. Weil Rust war schon immer so, dass es ein Zeitfresser ist. Jetzt kommt noch ein regulärer Airdrop. Das ist alles nicht das Problem. Diese Glückslotterie ist halt so das, was mich eigentlich ärgert. Also gut, dass jetzt nochmal ein Airdrop kommt.
Könnte ja echt noch im Dunkeln fallen, meiner. Wenn der jetzt erst kommt. Meistens droppt er den in der Nacht und der ist dann in den letzten, im letzten Drittel, wenn er fällt, wenn es hell wird. Aber die Geräusche von der Nacht sind schon weg. Ja, das ist jetzt halt der Vorteil, also dass ich hätte jetzt drüben nicht einen Airdrop rufen können. Meine anderen Butze, da müssen wir uns ja auch nichts vormachen. Da wäre direkt Kasala gewesen. Das wäre natürlich ein leichtes Ziel, wenn da oben einer ist. Jetzt hier voll beleuchtet werde vom Mond. Jetzt lege ich ihn bloß nicht aufs Dach, Alter. Da muss ich echt nochmal rein und eine Leiter holen. Nein, Sabuso, die ist mir genau vor die Tür. Ach, du ahnst es nicht. Mach auf! Ich habe die Explosion gesehen, oder? Ich habe auch das L96 gesehen. Krasse Scheiße, ey. Das ist natürlich mega fürs Ulrich. Ja, mega. Und das ist natürlich, ja. Das ist auf jeden Fall so, dass ich direkt den nochmal stellen muss. Nein, du hast ihn doch vorhin auch gestellt. Man kann sie auch einfach immer in so eine Tür stellen. Ich weiß nicht, warum das hier nicht geht. Spiel, Alter. Meine Güte, ey. Och, Werkbank 3. Ernsthaft? War Experiment schon immer Werkbank 3? Boah, ja, das werde ich nicht mehr hinkriegen, Leute. Das glaube ich nicht. Aber ich muss es schon mal lernen. Sowas hätte ich ja, hätte ich halt an Tag 1 gebraucht. Aber das ist ja auf jeden Fall schon mal ein Airdrop, womit man was anfangen kann. Also, wollen wir uns mal nicht beschweren. Ich hätte aber jetzt auch noch Scrap für die Werkbank 2. Ich werde die auch schon mal herstellen. Wir werden sie eh brauchen. Dann komme ich erst gar nicht wieder auf irgendwelchen dummen Gedanken, den Scrap wegzuballern. Ich werde sie hier jetzt nicht aufstellen. Ja, jetzt noch ein halbautomatisches Gewehr finden und... Ja. Dann geht was. Ich habe da ein bisschen Gunpowder sogar noch über, ne? Sogar auch eine Bandage drin und hier 5 Kürbisse.
Bulli, gönn dir. So. Obwohl das auch auf Werkbank 2 die Muni, ne? Dann bleiben wir erstmal auf der Muni. Ist alles gut. Weil irgendwie mit 4 Schuss brauche ich nicht rumrennen. Muss ich gleich wegschmeißen, den Scheiß. Gut. Ich denke, wir werden jetzt nochmal vorne spawnen. Wie gesagt, wir gucken mal, ob was da jetzt noch, was da los ist. Da könnten wir nochmal. Straße halt gehen. Könnten nochmal gucken. Der Leder ist auch so langschwer. Da vielleicht Befässerchen oder sowas. Und da müsste ich halt echt erstmal eine Vierer Foundation Bude bauen mit Kisten, weil ihr seht's. Ihr seht's, hier geht halt nichts. Hier geht echt nichts mehr. Gut, die Muni steckt. Gut. Zack. Perfekto. Wie gesagt, wir machen jetzt hier nochmal eine kleine Runde. Und dann machen wir Kraftwerk nochmal eine Runde. Und ja, dann schauen wir mal, wie... wie es ausschaut. Revolver, Armbrust, ein paar Feuerchen. Oh, kann ich keinen Knochenpanzer-Ring-Gedöns mehr machen? Ah, das ist natürlich scheiße. Ich mag es eigentlich hier mit den 20.000 Klamotten rumzurennen, die eh kaum was bringen hier. Aber ja. Dann müssen wir mal hier ein Tier erlegen. Jetzt soll ich außen machen, es geht nur, dass wir auf 80 kommen. Was ist los mit Kevin? Hat er uns noch nicht gewählt oder was? Wieso bist du aus? Ach, wegen der Kohle. So, haben wir noch Holzen? Ah, sicherlich.
mal die Kohle hier mit drin. Das reicht nicht ganz. Ja, gut. Ja, auch so ein brennen hier die vor der Nase, ey. Okay, ich mische kurz hier rein. Nach der Waffenkiste. Die Tür auf, ihr seht, hier ist auf jeden Fall Verkehr. Tür auf, Tür zu. Ist auch nicht da. Ist auch weg. Arschloch. Dann schmeiß es doch raus, dass was Neues nachspawnt, ey, du Affe. Allein dafür mussten töten. Affen. Na, Blauer, alles frisch bei dir. Sieht bestimmt nicht anders aus. Naja, wie gesagt, ihr merkt ja, es gibt mir nochmal so ein kleines Stimmungshoch jetzt mit dem bisschen Loot, was wir haben. Aber es ändert halt im Groben und Ganzen nichts. Aber so macht es natürlich Spaß ein bisschen, ne? Hier ist alles weggesaugt, ist egal, ich laufe trotzdem mal durch zu anderen. Danke, wie gesagt, wenn uns jetzt hier einer wegholt irgendwie, dann ist es halt so, mein Gott. Besser kloppen habe ich keinen Bock. Hab ich auch schon gesagt. Und wer weiß, vielleicht gucke ich dann morgen nochmal rein. Falls unsere Butze da hinten noch nicht geradet ist, dann. Mit einer roten Kiste bringt uns jetzt nicht so viel. Ja, könnte ein Jackhammer drin sein zum Beispiel. Oder auch irgendwas am Moon. Aber uns interessiert gerade eher entweder eine grüne Kiste für eine Waffe oder eine viereckige Kiste für eine Sprengladung. Er haut ab. Legendär. Geh weg, Alter. Ich will nur die Kiste haben. Alter, ernsthaft? Natürlich kommst du. Weißt du, sonst hauen sie immer ab. Da war es mal kein Pfeil im Bogen dabei.
Jetzt, wo ich mir gerade überlegt habe, ich könnte ihn mitnehmen für Knochenhorte ab, oder was? Ach so. Der ist echt da drin, ne? Ist mit ihm ja nicht richtig. Eine doppelläufige hier. Spät. Tut mir leid, Junge. Falsche Zeit, falscher Ort, Alter. Mit dem Bohrschrank. War doch so ein Keylock schon. Kein nichts für Leute. Selber schuld. Boah, halt einen Bohrschrank hätte ich das jetzt nicht machen können. Aber was soll ich jetzt hier einen Konkurrent haben, wenn der hier immer schön die Tanke looten will? Was ist los mit ihm? Selbst wenn ich jetzt aufhöre. Pech gehabt, Leute. Rust. Wurde auch oft genug so weggemacht. Ist wieder ein Nerdmann, Alter. Wie aber auch einfach da stand. Was, jetzt mal ernsthaft, was ist denn los gewesen mit ihm? Stand da einfach und hat auf seinen Keydog gewartet. Nur mit so einem Bogen im Anschlag gehabt. Ja. Selbst schuld, Alter. Ja, Bett ist gut. Picke ist gut. Wie, das läuft echt gut jetzt gerade. So, loot-technisch. Ja. Wir gucken mal, ob wir es nach Hause kriegen. Wenn die Picke auch reduziert ist, werde ich sie lernen. Wenn die auch 125 kostet, gönne ich sie mir. Was hat er für Sorgen? Würde natürlich mehr Sinn machen, sich einen Jackhammer zu organisieren, aber Picke kann ich halt leeren, kann mich killen und kann sie drüben einfach herstellen. Wenn ich denn dann ein paar Fässer kloppen gehen würde.
weil natürlich alles gescrappt, klingenmäßig. Alter, die sind so viele Schweine, ey, ich muss hier gleich auf jeden Fall erstmal, obwohl die stehen ja eh immer rum. Ja, ich weiß, das war jetzt gerade ein bisschen assi, ne, ihm die Bude dazu zu machen, aber... Wie gesagt, hätte er einen Bauschrank gebaut. Wäre das nicht passiert. Glaube ich zumindest. Ich glaube, dann kann ich keinen Schluss dran machen. Ja. Wieder eine... erfolgreiche Runde. Kaum zu glauben. Aber war. Wie gesagt, ich muss jetzt mal eben gucken, was die... Ja, da gehen wir nochmal raus. Die will ich jetzt nochmal organisieren. Ich könnte natürlich einfach ein bisschen was scrappen gehen. Also die Sachen, die ich definitiv gar nicht brauchen werde. Sowas halt hier. Feuerpfeil könnte man, ja, könnte man eventuell auch noch leeren ein. Warum nicht? Ja, aber hier scheinen echt noch welche anzufangen auf dem Server. Ich warte halt die ganze Zeit darauf, dass mich das Karma einholt. Wird wahrscheinlich gleich auch irgendwann soweit sein. Dann renne ich hier rein wie so ein stupid Idiot und kriege einfach eine Schotte ins Gesicht. Gut, können wir die leeren? Können die Feuerpfeile leeren? Die kosten nur ein 20. Ja, mein Gott, was soll ich sagen? Da war das hier auch schon wieder ein erfolgreiches, kurzes Zwischenspiel hier vorne. Und dann geht's jetzt nochmal Kraftwerk. Hin und her, Leute. Nice. Gut. In diesem Sinne. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, lasst einen Daumen nach unten da. Alles andere in die Kommentare. Bis zur nächsten Folge. Ciao.